Zur Pressekonferenz der Brose Baskets hier in der Steckert Arena anlässlich des Spieles in der BeKo Basketball Bundesliga. Brose Baskets gegen die Artland Dragons. An meiner Seite die beiden Head Coaches, Stefan Koch, herzlich willkommen, Chris Fleming. Stefan, ich möchte Sie bitten, Ihr Statement zum Spiel abzugeben. Muss ich näher ran oder geht das so? Das geht so. Das ist so. Okay. Zunächst Glückwunsch an Chris und sein Team zum Sieg. Es war heute eine sehr knappe Angelegenheit. Es ist schwer, bei so einem Ergebnis am Ende die Punkte zu finden. Es ist so, natürlich trifft Brian Roberts einen sehr, sehr schwierigen Wurf am Ende. Aber das ist eben auch eine Qualität, die dieser Spieler und die diese Mannschaft hat. Das muss man eben auch klar sehen. Wir haben mehr Rebounds geholt als Bamberg. Beide Mannschaften hatten Probleme zu scoren. Ich glaube, dass beide Mannschaften gut verteidigt haben. Wenn es einen Unterschied gab, der den Ausschlag für Bamberg gegeben hat, dann würde ich ihn so formulieren: Beide Mannschaften haben Fehler gemacht, aber Bamberg war ein Stück weit konsequenter, diese Fehler zu bestrafen, als wir das waren. Danke für das Statement. Gibt es Fragen von Ihrer Seite an Coach Koch? Wie groß ist Ihre Enttäuschung, Herr Koch? Wie groß ist die Enttäuschung? Wie soll ich das jetzt beziffern? In Prozenten? Sie ist groß. Wir haben das Spiel über geführt. Ich fand, wir haben gut gespielt. Wir sind hier immer noch ohne einen unserer wichtigsten Spieler, Nate Peavy, der mit einer Hirnhautentzündung raus ist. Und wir spielen beim deutschen Meister, bei einer Mannschaft, von der ich glaube, dass sie auch dieses Jahr der erste Anwärter auf den Titel ist, beim Europaligisten. Wir spielen sehr gut und verlieren das Spiel unglücklich. Klein ist sie nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall, dann bedanke ich mich einstweilen. Chris, dein Statement zum Spiel bitte, Entschuldigung. Ja, zuerst möchte ich ein Kompliment an Stefan und seine Mannschaft aussprechen. Sie haben wirklich extrem, extrem hart gekämpft und extrem an sich geglaubt, als sie reingekommen sind. Und sehr, sehr gut auf uns vorbereitet. Und hat uns sicherlich in vielen Hinsichten große Probleme gegeben. Und ich glaube, das spricht für die Qualität der Mannschaft. Das ist sicherlich mit Abstand unser bester Gegner bisher. Und sicherlich auch die Leistung abzuliefern ohne den PV ist sehr beachtlich. Unsere Mannschaft angeht, es war unser siebtes Spiel in den letzten 20 Tagen. Bekannterweise mit uns, ein bisschen mit uns selber zu tun gehabt in der Zeit, besonders offensiv. Es war, glaube ich, das vierte Spiel, dass wir unter 40% geschossen haben. Und trotzdem einen Weg gefunden haben, um zu gewinnen. Ich glaube, die Defensivleistung zweite Halbzeit war ich besonders stolz drauf, weil wir wirklich zeitlang durch gute Defense und dann auch sicherlich durch unser eigene Frust, dass nichts geklappt hat offensiv, und die Jungs haben trotzdem die Köpfe nicht hängen lassen. Sicherlich war Brians Wurf am Ende großartig. Ich glaube, den Dreier von Casey zum Ausgleich, wo er das ganze Spiel lang nicht getroffen hat, war sehr mutig. Und ich glaube, in der Phase, dass der Rayshon uns auch einen defensiven Impuls gegeben hat, um uns um das Spiel über die Bühne zu bringen. Danke für dein Statement. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Chris, was hast du in der Halbzeit zu deiner Mannschaft gesagt? Die hat in der ersten Halbzeit ein bisschen einen leicht verschlafenen Eindruck hinterlassen, gerade im Dauphin. Ich glaube nach wie vor, dass das Problem mit Offense beginnt. Ich glaube, im ersten Viertel, dass wir den Ball sehr gut bewegt haben, besser als in den letzten Spielen sicherlich. Sehr schnell aus dem Pick and Roll gepasst. Teilweise auch unglücklich gescored, aber ordentlich gespielt. Zweite Viertel, als es weiterhin nicht lief, hatten wir diese Phase, wo Adlan diese drei Dreier hintereinander getroffen hat, und wir haben die Koffer
dann der Phase hängen lassen. Wir haben danach zu viel 1 gegen 1 gespielt und wir hatten eigentlich Glück, dass es nur zur Halbzeit 9 Punkte war. Aber wir haben uns, wie gesagt, gefangen in der zweiten Halbzeit. Ich darf die Frage nochmal wiederholen. Was hast du in der Halbzeit Ansprache zu deinen Spielern gesagt? Leute, was sind denn wie verhandelt aus der Kabine gekommen? Wir waren weiterhin glücklos beim Wurf. Also wir haben einfach gesagt, dass wir den Ball konsequent bewegen müssen, dass wir auch weiterhin verteidigen würden und dann, dass wir irgendwie einen Weg finden, um dieses Spiel zu gewinnen. Und sie müssen daran glauben, das haben sie auch gemacht. Gibt es noch weitere Fragen? Was ist mit John Goldsberry? Hat er nicht gespielt? John hat noch nicht trainiert. Er hat grünes Licht bekommen heute. Man kann ihn nicht einsetzen, wenn er 3 Wochen lang auch keine Trainingseinheit hat. Beobachten in den nächsten 2 Tagen oder in den nächsten 3 Tagen und dann entscheiden wir mit Olympiakos, ob wir ihn einsetzen. Ich gehe stark davon aus, dass er spielt. Noch weitere Fragen? Höchste letzte Angriff, der letzte Ball nach der Auszeit, der lange Ball in die Zone auf Brian Roberts, war das die erste Option oder war das ein bisschen anders geplant? Brian war der erste Option, ja, das stimmt. Ja, schon Brian war schon klar, aber auf dieser Position über die Zone den Ball? Ja, also das System war so, dass wir die gegenüberstehende Seite einfach komplett ausgeräumt haben und versucht haben, einfach den Ball rüber zu schmeißen. Er hat Zeit für ein Dribbling und einen Wurf. Und Dribbling hat er nicht benutzt. Noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall. Bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Toi, toi, toi für die nächsten Aufgaben bei den beiden Coaches. Dankeschön, bis zum nächsten Heimspiel.